Frühjahrsputz im Kopf. Wenn draußen wieder alles blüht, so wie hier, dann kriegen wir richtig Lust, mal die Wohnung zu putzen. Und dasselbe empfehle ich Ihnen auch für Ihre Gedanken, da oben mal zu putzen. Dazu setzen Sie sich am besten nieder und schreiben mal Ihre Top 10 Bremsersätze auf. Also das, was Sie den ganzen Tag so unbewusst vor sich hin denken. Das sind oft so Sachen wie: Die anderen können das besser, ich bin zu alt, ich bin zu jung, das schaffe ich nie, etc. Sie kennen Ihre Bremsersätze besser. Jeder von uns hat die. Und eins der stärksten Übungen ist, diese Bremsersätze jetzt umzudrehen und daraus stärkende Gedanken zu machen, damit es in Ihrem Kopf zu blühen beginnt, so wie hinter mir. Also aus "Ich schaffe das nie" wird beispielsweise "Ich schaffe alles, was ich will". Weil eins ist 100% wahr: Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und je mehr Sie sich mit Inspirationen setzen, statt mit Bremsesätzen aufladen, umso mehr haben Sie die Chance, dass das Wirklichkeit wird, was Sie sich wirklich vorstellen und wünschen. Also üben Sie. Üben Sie, aus Bremsersätzen Inspirationssätze zu machen. Und wenn Sie die haben, dann gibt es noch einen heißen Tipp von mir: Jede Woche einen dieser Sätze sich zu verinnerlichen. Immer wieder drauf zu schauen und sich dabei zu erwischen, wo das wahr ist, beziehungsweise was Sie dafür tun können, damit es wahr wird. Viel Spaß dabei! Ich bin Silvia Zulkowski, die Zukunftsentwicklerin mit dem Impuls Frühjahrsputz im Kopf.